ist süß. Schimmel? Da habe ich halt auch mal versucht, Ansatz zu malen. Ist richtig gut geworden. Ist richtig gut geworden. Ich bin halt so sexy. Ich bin so mega sexy. Ach so, was haben wir? Sayos Ansatzretuscher. Oh. Oh, ach guck mal, das ist süß. Was ihr gerade ins Gesicht sprüht. Da ist ein Brautflasche auf der Backe. Oh, guck mal, das ist zum Kontur ganz gut eigentlich. Guck mal, ich habe es toll, oder? Guck mal, toll. Nur ein bisschen verblendet. Warte mal, die habe ich, glaube ich, auch ganz lange getragen. Ich weiß aber nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Sieht aus wie Nadel in Blond. Was ist denn das? Warum? Ach, guck mal hier, ist schon schöner jetzt. Guck mal hier. Du kannst ja wirklich alles tragen. Guck, wie toll du schon wieder aussiehst. Ich fühle mich wie bei meiner kleinen Farm. Das ist halt einfach die schönste Vortochter, die es gibt. Wie schön du aussiehst. Oder Angelo Kelly. Mit wie dafür hast du... Aua! Guck mal, also guck mal, ich sehe aus wie Faye Dunaway. Nach ihrem Drogenentzug. Faye Dunaway hat Drogen genommen? Da muss doch eine drauf. Die hatte ich doch gerade erst an. Ach, da muss doch eine drauf. Ach so. Ach, dann wird's erst ein Look. Doch, komm. Komm, das ist was Modernes. Oben kurz, unten lang. Oben kurz, unten lang. Gut, Weihnachts. Also ich finde, das sieht wieder ganz toll aus. Und ich sehe schon wieder furchtbar aus. Wie kommt das denn? Also weiter. Ich möchte irgendwann mal schön aussehen. Das ist die Untertüte zu der Parker Pharmaceutics CEO. Das war doch ein bisschen Style. Nein. Aber süß. Sehr süß. Mir gefällt besonders dieses Detail hier. Seht ihr das? Zeige ich das mal. Das ist das. Dafür auch nochmal vielen Dank. Aber gut, ich bin nicht nachtragend. Schöne Haare hast du auf. Da ist der Blazer dazu. Warte mal, ich halte die Haare fest und du ziehst mir das Ding aus. Also, da warst du ja damals noch sehr schlank und es ist mir so groß, dass wenn ich es zumache, trotzdem vielleicht über die Scheide rutschen. Also, ich würde tatsächlich da nicht mehr reinpassen. Das ist doch wirklich... Sag mal, es kann doch nicht sein. Jurisika? Ja, bitte? Ich wollte heute noch ins Büro. Gehst du ins Büro? Ich frage mich, was das hier eigentlich ist. Das ist eine Qualle. Das ist der Quallenkörper und das sind die Tentakelen. Ja, das ist eine Qualle. Genau, Weihnachts. Vielen Dank für deine Information. Ich bin ja auch Zoologin. Für irgendeinen Filmdreh wurde mir mal diese Perücke gemacht und dann kommt da oben noch was... anderes raus. Das ist wie Peggy Bundy in Blond. Du musst jetzt so machen beim Sitzen. Ach so. Setz mir was drauf, bitte. Super, eine andere Dutte. Du siehst aus wie der Pilz von Super Mario. Vielleicht auch die Dutte. Die passt halt wie die Faust aufs Auge. Also ganz toll. Das könnte jetzt aber auch eine Qualle sein. Das ist der Quallenkörper. Mach mal was Blondes drauf, Feinhaus, bitte. Ja. Und wir zaubern jetzt ein bisschen und wir machen dich jetzt, jetzt wird jetzt drall, ne? Es wird jetzt gut, keck. Du wirst jetzt die Nancy Sinatra der Travestie. So. Surprise! Guck mal! Ja? Guck mal! Siehst du, ich bin dann das ist ein Look! Ich bin dann auch eine Frisette. Das ist ein Look, guck doch mal! Absetzen, neue Perücke. Du, Weihnachts, du kannst alles tragen. Du kannst wirklich alles tragen. Selbst wenn die mir in einmal Gülle über die Birne kippen würden. Guck mal, wie süß du schon wieder aussiehst. Jetzt möchte ich was mit Medien machen, finde ich, oder? Ja, du bist jetzt gerade so eine Fernsehmoderatorin. Ach, die nehme ich heute mit. Nein, musst du nicht. Ich werde erstmal eine andere... Die hast du doch gerade schon mal angehabt. Ich habe davon zwei, tatsächlich. Oh, lass uns mal Partnerinnen mit sein. Ja, ich habe davon zwei gekauft, weil ich gedacht habe, man setzt sie übereinander auf und dann sieht das irgendwie schön aus. Hat funktioniert? Funktioniert das nicht. Guck mal, meine Farbe ist es. Weil wie meine nicht, oder was? Doch. Ist sie halt auch scheiße aus. Nee, das ist wunderschön aus. Ja. Du siehst toll aus schon wieder. Super, das ist deine Farbe. Wenn man die jetzt übereinander aufsetzt, vielleicht da hast du ein bisschen hier. Ich sehe aus wie Taylor Swift! Du siehst aus wie Taylor Swift! Oder? Taylor Swift mit dem Etikett. Guck mal, jetzt
wenn du noch die da drüber aufsetzt. Guck mal, nee, toll. Ich sehe aus wie der Elefant, die Mammutfrau von Ice Age. Das stimmt, ja, das stimmt. Ein Spülschwamm. Pfanne zu reinigen. Bring mal eine Pfanne! Bring mal die Pfanne und Spülmittel, der immer sie sagen. Mach erstmal bitte die Pfanne sauber. Sie sieht aus wie so eine Iris. Eine Iris von nebenan und du bist so Verwaltungsfachangestellte. Ach Gott, den Dutz habe ich auch wirklich ganz lange getragen. Der ist sowas von. Das war das erste Mal, als es zwei CSDs in Berlin gab am gleichen Tag, da waren wir auf dem Bus von der Berliner AIDS-Hilfe und du hattest das an. Ja, aber die ist ja so platt, die Frisur. Was ist denn? Du kannst ja alles. Ich sehe aus wie Tingeltangelbob. Ja, da wird ein Look draus, Weinhaus. Der Look ist eine Wahl. Hast du vielleicht so ein Spanngurt? Nein. Ich habe einen Zopfhalter gefunden. Ich nehme erstmal den Zopfhalter. Nein. Mit dem Haar. Warum denn nicht? Ich finde, halt guck mal, das streckt schon meinen Kopf. Diese fette Form ist viel höher jetzt. Können auch Dolly Parton sein, also jeder. Du hattest doch mal einen Cowboy-Hut. Süß, was? Du hast ein bisschen mehr Look. Guck mal so. Können wird ein Look draus. Guck mal hier mit der Locke, die so jetzt so frech ins Gesicht springt. Lebensnah. Oh nee, da holst du dir was weg. Oh, stimmt, I. Die wiegt 3 Gramm, ne? Ja, die ist aus nur 2 Haaren gemacht. Guck mal, wie süß du schon wieder aussiehst. Also Weinhaus, wirklich. Kannst ja wirklich alles so tragen. Aber vielleicht nicht die. Ich guck mal, was ich noch habe. Guck mal. Ach, guck mal, hier. Du siehst immer gleich aus. Da ist eine Spinne drin. Was? Ich fühle mich wahnsinnig sexy. So sind wir hier bei Red Stars Lifestyle and More. Die hat keinen Eingang. Das ist meine attraktive. Und die fand ich immer so schön. Von der Hausfrau und Mutter. Die hat schon Gina Tonic früher getragen. Ja, also die hatte noch nie Volumen. Nein. Da muss jetzt mal. Gib mal das Haarspray her, Klaus Tölle. Guck mal, ich sehe schon wieder wahnsinnig toll aus. Nee. Doch. Vor allem schon wieder. Oh! Guck mal. Aber toll! Ulla Kock am Brink! Ja, genau. Wie so eine Chefangestellte. Die 100.000 Mark Show? Ja, so eine Chefsekretärin. Ulla Kock am Brink. Oh, die letzten 2 Dutten. Hinter dir sind ja auch noch welche. Na, die haben wir schon. Welchen willst du, welchen Dutt? Den? Also ich kann die tragen, finde ich. Jetzt bin ich so der. Nee, jetzt bin ich Charlize Theron in dem einen Film. Charlize Theron? Ja, Charlize Theron. Monster? Nee, der Agentenfilm. Monster. Oh, guck mal, die ist doch süß. Ich weiß gar nicht, was du hast. Aber jetzt sag doch mal ehrlich. Sieht beschissen aus, wirklich, Weinhaus. Sieht wirklich beschissen aus. Könnt ihr vielleicht mal kommentieren? Die ist doch gar nicht so beschissen, oder? Nein, die ist keck. So was. Ich würde es noch 180 Grad drehen, vielleicht ist es besser aus. Jetzt sehe ich aus wie ausgedörrt. Das ist süß. Das ist süß. Jetzt fahre ich im Manta. Das ist süß. Es ist 85 und ich finde Fuchsschwänze gut. Und Nena. Ich mag Nena. So, weißt du, was dazu passt? Auf jeden Fall meine... Kannst du mir mal die Hose geben? Ach so, ja. Moment. Guck mal, die Haare sind toll. Das ist leider Lucius. Braun steht mir halt gar nicht. Nee, du siehst aus, als wäre dein Kopf von einem Dinosaurier. Tyrannosaurus Rex. Furchtbar. Wo ist denn meine Hose? Ich weiß es doch nicht. Nee, das ist eine Jacke. Mann! Wie du nervst. Mit Bravour. Aussiehst. Süß, oder? Ganz süß. Du bist echt eine Marmeladenmaus. In der Süßmaus auch. Also, ihr süßen Mäuse. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ist schon vorbei? Ja, wir haben keine Dutten mehr. Du könntest mal die Kiste anziehen, wo die drin waren. Nein. Schön, dass ihr mit dabei wart und folgt uns auf Facebook, auf YouTube, auf MySpace, Instagram, auf Grindr, MySpace, Grindr, Hornet, und Scruff. Natürlich auch noch StudiVZ. Beise! Sharing is caring.